Hallo Stadtgärtner, dieses Rucola. Es ist keine normale Blume, sondern eigentlich eine wichtige Gemüsepflanze. Die meisten kennen den Rucola an diesen typischen Blättern, allerdings ist er jetzt in der Blüte und schmeckt entsprechend nicht mehr. Bei Rucola müsst ihr darauf achten, da sie jetzt blühen. Die abgeblühten Pflanzen bilden diese lustigen Schoten. Wenn diese Schoten braun werden, die Samen hart werden, kann man sie entfernen und damit neue Rucola-Pflanzen sehen. Der Rucola ist normalerweise eine einjährige Pflanze, allerdings auch mehrjährig bis staudenartig. Das heißt, wenn die Blüte vorbei ist, kann es passieren, der treibt von unten wieder durch und kann wieder als Salat verwendet werden. Wir müssen nur darauf achten, in der Blütezeit keinen zu essen, weil er da einfach zu bitter ist. Der große Vorteil ist allerdings, ihr könnt jetzt prinzipiell die Blüte essen, die entsprechend viel Nährstoffe enthält und auch erstaunlich gut schmeckt. Obwohl sie nicht mal so schmeckt wie die Blätter. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Blütennaschen und noch sonst viel Spaß mit dem Rucola.